bin's, euer Spreewaldangler. Wie ihr sehen könnt, Angelzeug ist auf dem Hänger. Ich bin am Wasser angekommen. Hab meine Fiederroute mit, hab eine Posenroute mit. Mach jetzt alles fertig. Beködern, Futter anrühren. Und dann geht's los, würde ich sagen. Gucken wir mal. Nehmen wir eine Pose und einen 25 Gramm Futterkorb, der müsste hier reichen. Machen wir erstmal die Pose fertig. Habe ich hier mein eigenes Futter. Ein paar Maden und eine Handvoll Mais. So. Hier habe ich alles schon fertig. Unten einen Gummistopper, einen Wirbel, einen Haken, 10 Gramm Kugelblei, Laufblei, noch ein Wirbel für die Pose zum Einhängen. Und oben habe ich 2 Gummistopper, falls einer mal reißen sollte. Als Reserve. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ran und loten die Tiefe aus. Die Tiefe habe ich jetzt ausgelotet, den Haken wieder dran. Und dann würde ich sagen, hängen wir erstmal so 2-3 Maiskörner hier ran. Dann machen wir noch ein kleines hinterher. Hakenspitze lasse ich gerne frei. Und dann würde ich sagen, kann das erste schon mal raus. So, die Pose ist schräg am Liegen, das ist super. Hinten mache ich den Freilauf rein. Zur Sicherheit. Und dann passt das. Machen wir die Fiederroute fertig. So, mein Futter habe ich jetzt angerührt, dass das schön leicht klebrig ist für den Futterkorb. Dann drücken wir jetzt hier vorher was von rein. Schön mit kleinen Partikeln jetzt um die Jahreszeit. Ich mache jetzt auch keine Maden oder Mais mit rein. Oh, leicht andrücken. Fertig. Dann meine Fiederroute. Schön kleinen Haken dran. Da machen wir 2-3 Maden drauf. So, 2er. Dreier. Ja, 3er reichen. So. Dann den Futterkorb einhängen. So, haben wir es fertig, geht die Route raus und dann mache ich die andere Kamera startklar und dann legen wir los.
Bremsen sind auch schon wieder unterwegs hier. So, Ruten sind scharf, Pose ist da hinten. Let's go, gucken, was uns hier erwartet. Und mache heute einfach mal einen Allround-Ansitz. Hab Mais und Made dabei. Möglich ist hier alles. Hab Karpfen, Schleie, Weißfisch, Forelle. Und ich würde sagen, seid gespannt und drückt mir die Daumen. Ist das Wackeln jetzt so durch den Wind oder weil da irgendwas dran rumzuckelt? Ich weiß es nicht. Hier riecht es nach Fisch, das ist Wahnsinn. Tja, tut sich leider bis jetzt nicht großartig. Gerade ein kurzer, leichter Biss auf der Pose. Und das war es aber leider Gottes.
Wow. Was für ein One. Heftig. Wahnsinn. Der hat Power. Schöner kleiner Spiegelkarpfen. Gucken, ob er schon will. Ja, drin haben wir ihn. Sehr schön, hat sich's doch schon wieder gelohnt. Der hängt sauber in der Unterlippe. Hier im Winkel drinne. Ups. Doch die Zange nehmen. So, zack. Haben wir ihn gelöst. Das Geld ist nass. Schöner kleiner Racker. Hat seine 45, 46. Super. Kann er noch bitte ranholen? Alles gut. Und dann darf der kleine Ohrwänzel essen. Na, das hat sich doch gelohnt. Meine Leutchens. Also gleich das ganze Spielchen nochmal. Ich hätte ihn auch mitnehmen können, aber da habe ich jetzt im Moment keine Lust zu. Der kann noch ein bisschen wachsen. Also ich sag mal, so Karpfen nehme ich so ab 50, 55 mit. Aber ihr habt gesehen, drei Maiskörner. Bisschen Geduld und Spucke, Hakenspitze frei. Ganz wichtig. Und dann sitzt der auch super. Genau. Weiter geht's im Programm. Aber hat sich der Angeltag da schon mal gelohnt. Ja, obwohl die Stelle jetzt hier nicht so, ne? Ja, ansonsten, wenn ich hier mal in der Region war, immer hinten bei den Teichen, hier Strobitzer Teich. Ja, der Schwielochsee ist ja mein Metier. Ja? Da bin ich ja Angelguide und alles. Echt? Okay. Deswegen ja auch mein Name. Okay. Ja, naja, ich hatte da mal ein Grundstück. Deswegen, früher hat sich das angeboten. Wo, in Goyerzzaue? Direkt, direkt Goyerz oben. Zaue, nicht Zaue. Zaue ist ja weiter rechts. Also es war direkt Goyerzdorf und das war, ja, bei großen Mühle. Eine riesen Mühle auf dem Feld. Ah, ja, da hinten, ja, wo es Treckertreffen auch immer ja, war. Ja, genau. Hm? So. Meine Guten. Ich würde da noch mal ein bisschen nass machen. Funktioniert der supi, wie der Karpfen bewiesen hat. Also noch mal ein Kügelchen hinterher, bloß ein kleines. Dann werden wir wahrscheinlich die Fiederroute dann auch noch mal ändern. Das war damit vielleicht auch noch mal gucken und ein, zwei Karpfen kriegen. Gucken wir mal.
So, haben wir schon abgemacht, den Futterkorb. Drücken hier ein bisschen Futter rein. So. Zack, hängen wir ihn wieder ran. So, jetzt habe ich hier so ein paar kleine Pellets und hier so eine Zange mit so einem kleinen Gummi drauf zum Einspannen und dann werden wir es damit mal versuchen. So, herrlich. Nehmen wir uns mal einen kleinen raus. Hier, sowas. Naja, ein bisschen größer können wir schon. Der sieht auch gut aus. Da hält der Gummi auch vernünftig. So, jetzt hier irgendwie. Das auch noch nicht gemacht. Den Gummi hier irgendwie drum. Okay, gut. Und dann irgendwie hier bloß noch den Haken durch. So würde ich denken. Müsste das relativ gut funktionieren. Haken liegt frei. Genau. Schauen wir mal. Gut, weiter geht's.
Jetzt läuft's. Na gut, dann halt nicht. So, sind wir wieder startklar. So, das war mal ein kurzer Ansitz. So 2 Stunden, 2,5. Ja, ein Karpfen gab's. Einen kleinen schnucklichen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut, genießt das schöne Wetter. Euer Spätwaldangler. Ciao, ciao.